Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir sind heute der Geist und vorher möchte ich ein bisschen upgraden. Flinke Jagd. Wir haben 9000, das heißt, wir können knapp 3 Stück holen. Ruß, das Kuntin-Tako-Symbol, das für ein rasches Herabstürzen auf die Beute steht, wurde mit rußigen Fingern auf den Glockenkörper gemalt. Verringert leicht die Zeit bis zur Wiedererscheinung der Glocke, das ist gut. Beeinflusst vom Tüftler Perk, stapelt. Blinder Kämpfer, das Biker-Symbol für das Undurchlässigkeit steht, wurde mit rußigen Fingern, okay, erhöht leicht die Lichtwiderstandsfähigkeit. Reagenzglas. Verringert leicht den schwarzen Schleier. Blinder Kämpfer. Erhöht leicht. Okay. Wir machen auf jeden Fall mal das hier. Kann ich nicht? Achso, ich muss erst das machen. Gut. Und dann kann ich das machen. Sehr schön. Dann holen wir noch das. Und dann erstellen wir mal eine Lobby. Und dann würde ich sagen, sobald wir tapfere Opfer gefunden haben, sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Wir haben 4 tapfere Opfer. Und ich bin gespannt, wie wir uns als Geist schlagen. Ich glaube, es ist ganz geil, unsichtbar da durchzulaufen. Ich weiß, ich glaube, die hören uns dann auch nicht. Also wenn wir unsichtbar an denen dran sind, dann hören die, glaube ich, kein Bum-Bum. Also kein Herzschlag. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, die hören irgendwas anderes. Bis jetzt haben wir ja immer nur als Opfer gegen den Hillbilly gespielt. Ich finde den persönlich nicht so geil. Irgendwie weiß ich nicht. Ich finde die Kettensäge halt so blöd. Also klar, wenn man damit echt umgehen kann. Das heißt, irgendjemand in einem hohen Level, der den spielt, das könnte fies werden. Also wenn der dich von weitem sieht. Guck mal, wir starten direkt am Haken und bollert mit der Kettensäge auf dich rum. So, jetzt sind wir unsichtbar. Ich glaube auch ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal. Das ist halt auch die einzige Kraft, die wir haben. Wir sind unsichtbar. Können aber halt auch in diesem Moment nicht angreifen. Ich habe da gerade jemanden gehört, ich dachte. Ich höre mal meine eigenen Schritte und dann denke ich, da rennt jemand rum. Das ist ein bisschen blöd. Hallo, Schwester! Na, habe ich dir schon ein bisschen Angst gemacht? Da rutscht du jetzt die ganze Zeit wieder da drauf rum, hä? Dann machen wir das mal kaputt. Damit du mit so einem Scheiß nicht wieder anfängst. Und dann guck ich mal, ob ich dich kriege. Ja, lauf nur, lauf nur. Lauf du nur weg. Du bist jetzt hin. Da ist er nicht. Gucken wir mal noch hier drin, ansonsten ist er wohl weg. So, ein Pech. Da hat er uns abgehängt. Die Sau. Er könnte auch oben sein. Ha? Wo ist der? Hier. Wohin? Ich sehe keine Spuren. Hat der mich in dem Haus hier verarscht? Hat er sich jetzt vielleicht versteckt? Nein. Es war ja geil, die zu finden in dem Schrank. Hallo! Oh! Tja, sorry, mein Guter. Ich bin halt jemand, der guckt gern in die Schränke. Na komm, bis dahin schaffe ich's doch. Bis dahin schaffe ich's doch. Und ab mit dir! So. Okay. Dann bleibe ich diesmal aber hier stehen und guck mal, ob jemand vorbeikommt, dich zu retten.
Unfassbar! Unfassbar! Du kleiner Drecksack! Du kleiner Drecksack! Hab ich dich! Hab ich dich! Und? Hab ich dich! Und ab mit dir auf den Haken. So machen wir das aber nicht, mein Freund. So nicht. Und zurück mit dir. Da hinten ist noch jemand am Drehen. Ich hab's genau gehört. So. Der andere hat sich schon geheilt. Ich glaube, der ist da oben. So, mein Lieber. Wo bist du? Hier runter, ne? Du bist hier runter. Hallo, Schwester! Biatch! Hab ich dich! So, 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 hast du gedacht, du könntest mich austricksen. Ich krieg dich! Ich hab dich trotzdem gekriegt. Und das kannst du voll vergessen. Der hat sich schon wieder geheilt, der andere am Haken, ne? Und sie hat hier halt leider auch wieder ein Medikit dabei. Was für mich bedeutet, es wird äußerst schwierig, die zu töten. So, und jetzt bleibe ich hier mal direkt stehen. Kommt jemand? Kommt jemand, um dich zu holen? Kommt jemand? Kommt niemand? Ich weiß nicht, können die mich sehen so vielleicht doch noch, dass ich noch hier bin? Ich weiß das nicht. Ja, die haben auch nur noch einen Generator. Ich glaube, die lassen die da hängen. Na, kommst du? Hat er sie doch gekriegt. Die haben da mit mehreren Leuten gehangen. Unfassbar. 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 Wo ist er hin? Mist. Da auch nicht. Da auch nicht. Ah, das ist halt, wenn ich in die Schränke gucke, dann haben die Zeit, sich zu verstecken. Beziehungsweise wegzulaufen. Das ist dann ein bisschen blöd. Ist der vielleicht hochgerannt? Guck mal, der Generator hier, der... Oh, hallo, mein Freund. Wo läufst du hin? Wo ist er hingelaufen? Ist er wieder hoch? Oder hat er sich vielleicht hier versteckt? Nein. Mal schnell gucken. Hier ist er nicht mehr. Mist, der ist weg. Der ist weg. Der Generator läuft schon. Da hinten ist noch einer. Hallo, mein Freund. Ah, jetzt sehe ich dich... Mist. So nicht. Bist du jetzt da drin? Ach so. Ey, was ist das denn? Jetzt hängt er da drin fest? Ist der da... Jetzt ist er da. Jetzt habe ich dich. So, ab mit dir auf den Haken. So, und zack. Und kriegst noch mal eine rein. Und kriegst noch mal eine rein. So, kommt von deinen Freunden jemand dich holen? Ja. Komm, 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 lauf. Ist er schon wieder vom Haken? Ich fasse es ja wohl nicht. Die sind echt gut. Die haben mega das Teamplay. Mega das Teamplay.
Das ist echt nicht schlecht. So, die sind hochgerannt. Na, 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 wo willst du denn so schnell hin? Ah! Mist! Wo ist er hin? Da! Ah, ob das eine gute Idee war? Wo ist er hin? Irgendwo da hinten lang? Dort hinten lang? Hier sind ein Haufen Spuren. Hallo! Ich hätte dich fast nicht gesehen. Wärst mal besser liegen geblieben. Guck mal, direkt beim Haken hier. Wie wär's? Direkt beim Haken, mein Freund. Und auf geht's. Ich hätte gerne wenigstens einen kaputt. So, rauf mit dir. Die holen die aber auch immer recht fix runter, ne? Da kannst du... Jawohl. So. Einen hat's gekostet. Wir suchen uns die nächsten. Die haben leider nur noch einen Generator, den sie quasi... Ah, ich höre dich. Ich höre dich. Und ab mit dir. Mist. Ah, die Maus dann manchmal, ne? Nicht lustig. Wo ist er jetzt hin? Er ist da raus. Und jetzt hier lang. Dort hinten lang habe ich dich. Oh, nicht getroffen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Na, so machen wir das hier nicht, mein Freund. Okay, 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 okay. Ich habe dich gesehen trotzdem. Ich habe dich hier hinten gesehen. Guck mal hier so. Hier sind doch Spuren. Hier sind doch Spuren. Ah! Wärst du mal besser nicht weggelaufen. Ich hätte dich jetzt übersehen. Ah. Ich treffe die auch ganz oft nicht. Und es ist teilweise auch hier ein bisschen ruckelig und schwierig, wenn die so hin und her rennen. Ist der Scheiß... Ich wollte gerade sagen, der Ausgang ist doch noch nicht offen. Tja, nur. Du musst aber auch nur mal runterkommen. Na? Stehst du da oben? Was machst du nun? Der arbeitet da weiter. Ist nicht sein Ernst. Freundchen, so haben wir aber nicht gewettet, dass du da einfach oben weiterarbeitest. Oh, das gibt's nicht. Der ist mir direkt reingelaufen. Und ich habe den nicht getroffen. Mach kaputt jetzt. Diese scheiß Spielchen nicht mehr spielen. Ach, du sollst es aufmachen. Okay, Mist. Ich hatte gehofft, vielleicht... Gut, machen wir es nochmal unsichtbar und dann schauen wir mal. Dann fühlen die sich ja alle so ein bisschen sicher, ne? Hallo, mein Freund. Du hast keine Ruhe vor mir. Es tut mir wirklich leid. Eigentlich nicht. Jawohl, jetzt habe ich ihn diesmal wenigstens getroffen. So, jetzt dürfte er ein bisschen langsamer sein. Okay, dann geh du mal hoch. Macht mir gar nichts. Wo ist er hin? Ist er schon wieder rausgesprungen? Jupp.
weit weg kann er nicht sein. Er ist nicht gerannt, das war natürlich schlau. Okay. Die haben immer nur noch einen Generator. Sind noch zu dritt, einer ist verletzt. Der hier läuft noch nicht. Das ist auch nur eine Kiste, die geschlossen ist. Wo sind denn die anderen? Der hier ist schon an. Da oben ist noch einer. Da wird doch mit Sicherheit wieder jetzt einer dran hocken, in diesem blöden Haus. Weil man hier so einfach flüchten kann. Finde ich nicht gut. Der ist immer. Wo sind die denn? Da hinten ist auch noch. Das sind zwei Stück. Guck mal da. Ich dachte, ich hätte da hinten was laufen sehen. Hier ist auch keiner. Ja, Mädels, ihr müsst mal euren Generator anmachen. So. Hat sich's wenigstens gelohnt für das, was du mitgenommen hast. Na? Ja, ja, das habe ich kommen sehen, mein Freund. Das habe ich kommen sehen. Und ab mit dir. So, wo ist denn der nächste Haken? Da vorne sind welche. Aber wir sind eigentlich... Ne, das sind Generatoren. Da drin ist einer. Ja, 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 ja. Ey, hörst du auf, hier so rumzuwiggeln? Hör auf, ich hab dich doch auf dem Haken. Ich hab dich doch da. Und der Ausgang ist offen. Los! Stirb schon! Stirb! Die anderen kann ich eh nicht mehr holen, aber ich kann dafür sorgen, dass du platt bist. Zwei Stück diesmal. Zwei Stück. Der hat so ekelhafte Füße. So. Die mache ich mal noch kaputt. Die hier auch? Ach, kann ich ja nicht. Ich habe mich ja gerade verwandelt. So, ist denn hier schon jemand zugange? Nein. Was ist das denn? Ach, da hinten ist jemand zugange. Da hinten, da müssen wir uns aber beeilen. Aber bis wir da sind, ist das Tor offen. Bis wir da sind, ist das Tor offen. Aber immerhin, zwei Stück platt? Ist doch gar nicht so schlecht. Finde ich jedenfalls. So, das Tor ist offen. Ihr steht noch da. Tja, leider, leider. Der hat die Zeit noch gehabt. Wo ist denn der Dritte? Hat der da hinten schon aufgemacht? Wo ist denn der andere Ausgang? Dort. Keine Ahnung, ob er den schon aufgemacht hat. Die finde ich ja eh wieder nicht. Eine einzige Person hier findest du ja im Leben nicht. Ich kann mir die Schränke durchsuchen, einfach mal nur so zum Spaß. Nein! Schade, schade, Schokolade. Gibt's hier noch mehr Schränke? Hm. Dann gehen wir doch nochmal zum anderen Ausgang, gucken, ob er mich da vielleicht noch eine Runde verarschen will. Kann ja alles... Ach, das sind die Krähen. Kann ja alles sein. Das ist bestimmt auch schon offen. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Wenn die Ausgänge erstmal offen sind, kannst du es eigentlich vergessen. Der ist noch zu. Der ist noch zu. Tja, Meister, du willst wohl noch Punkte sammeln, ha? Huh? Dann gehe ich mal noch die Generatoren schnell ab. Gucken, ob ich dich dort finde. Der hier ist noch an, aus. Kurz kratzen. Tja. Dann gehe ich hier mal gucken. Immer noch nicht dort. Sucht der die Klappe? Wo ist der?
Welcher Generator da ist? Einer da oben. Ach, der da oben ist auch noch aus. Mal gucken, ob er an dem rumhängt. Irgend so ein Heizepeiz gibt es hier immer, der noch ewig im Spiel bleibt. Der ist auch nicht okay. Warte mal. Oh, mir juckt der Kopf. Ich bin verwirrt. Vielleicht ist er auch einer von denen, der, weiß ich nicht, vielleicht ist er ja gerade nicht da, Pipi machen oder so, hat sich in irgendeinem Schrank versteckt und kriegt nicht mit, dass wir hier... Was soll denn das? Wo ist denn der? Gehen wir noch eine Runde in den Keller. Guck mal, hier sind ganz viele Haken. Nur so zum Spaß. Da war ich noch nie unten. So eine Klappe oder irgendwas ist hier aber auch nicht. Höchst eigenartig. Und ein bisschen nervig auch. Ich meine, wenn der hier irgendwo im Gebüsch sitzt und sich nicht bewegt, den siehst du, den findest du nie. Den findest du niemals. Und wenn er jetzt hier auch die Generatoren, die Verbleibenden, nicht anmachen will, dann weiß ich es auch nicht. Wo bist du? Wo bist du? Ich finde dich. Hoffentlich. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen ätzend. Ich habe keine Lust, den jetzt auf der ganzen Karte zu suchen. Um ehrlich zu sein. Geh doch einfach aus dem Ausgang raus. Du hast es geschafft. Ich krieg dich nicht mehr. Ich finde dich nicht mehr. Geh raus aus dem Ausgang. Ich meine, er weiß ja auch nicht, wo ich bin. Ich bin ja unsichtbar. Hallo? Wo bist du? Ich schlag dir deinen verdammten Schädel ein. Okay, waren wir hier nochmal im Keller? Muss ich jetzt tatsächlich die ganze verflixte Map nach dem absuchen? Ich nervt. Ich nervt. Ich will raus und entkommen. Darf ich nicht. Hätte ja klappen können. So, ich gehe jetzt mal unten. Also nicht unsichtbar. Vielleicht scheuche ich ihn ja damit auf. Ich weiß es nicht. Weil ich glaube das auch, weil ich glaube, der ist AFK. Der hockt irgendwo und ist AFK. Aber ich werde jetzt hier nicht auf der ganzen Map die verfluchten Schränke durchsuchen. Und irgendwann, finde ich, sollte das dann auch mal... Weiß ich nicht, das Spiel sollte das schon ganz... Wäre ganz geil, wenn das Spiel das mal rafft. Das fände ich nicht schlecht. Tja. Der Ausgang hier ist immer noch zu. Ich kann den auch nicht aufmachen. Und ich glaube, so langsam habe ich die Map jetzt echt durchsucht. Können wir hier mal in der Mitte noch überall durchgehen. Oh Mensch. Kann ich das Spiel auch irgendwie beenden? Finde den Ausgang oder
Oder was? Ach, oder die Klappe. Ja, okay, Ahnung. Wo bist du jetzt? Und was machen wir jetzt? Ich weiß halt eben nicht, ich will die Punkte eben auch haben, ne? Weil immerhin habe ich 2 Stück getötet und wenn ich die Punkte nicht krieg, das wäre halt doof. Das wäre halt echt richtig doof. Ich weiß halt auch nicht, verarscht er mich in irgendeiner Form? Ist der noch da? Ist der nicht mehr da? Ist das Spiel kaputt? Was ist hier los? So, die komische Klappe habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß allerdings auch gar nicht, kann ich die sehen? Ich guck mal so ein bisschen auf den Boden rum. Ich weiß halt nicht, ob der an der Klappe rumhängt und darauf wartet, dass ich komme und ich renne die ganze Zeit vorbei. Aber man kann dann jetzt auch so langsam, aber sicher mal entkommen, finde ich. Gibt's hier einen Chat oder so? Nö. Was passiert, wenn ich Spiel verlassen? Ja, toll. Kriege ich die Punkte wahrscheinlich nicht. Alter. Ich finde den nicht. Der wird hier irgendwo rumstehen und ist bestimmt nicht mehr da. Der ist bestimmt AFK, aber ich finde den nicht. Ich kann nicht alle Schränke durchsuchen. Mann. Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Ja, findest du das witzig? Ich finde das nämlich gerade überhaupt nicht lustig. Überhaupt nicht. Alter, die Folge geht jetzt hier schon ein bisschen lang. Also das ganze Spiel geht ein bisschen lang. So, ich mach das jetzt mal anders. Ich, mach jetzt mal hier so. Und dann bleibe ich jetzt mal einen Moment stehen. Ich werde das dann ein bisschen schneiden. Und dann gucke ich mal, ob das Spiel von alleine sagt, so jetzt. Bis gleich. So, ihr Lieben. Ich werde das Spiel jetzt einfach verlassen. Ich weiß nicht, ob es verbuggt ist. Ob der Typ nicht da ist. Ob der Typ mich ärgern will. Ich weiß es nicht. Bist du sicher, das verlassene Spiel zählt als Niederlage? Ja. Nützt ja nichts. Schmachvolle Niederlage. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt. Kriege ich dafür irgendwelche Punkte? Nope. Arsch-Arsch-Spiel. Keine Ahnung, ob es einfach ein Bug war, ob der Typ vielleicht rausgegangen ist und das Spiel jetzt nicht gerafft hat. Wer weiß, was es auch immer war. Keine Ahnung. Ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir nochmal einen Victim, ein Opfer. Und mal gucken, vielleicht finden wir ja dieses Mal... Moment, ich muss aufstoßen. Dieses Mal treffen wir vielleicht auf einen anderen. Hier. Den da. Killer. Killer war das Wort, was ich gesucht habe. Oh Mann. Auf jeden Fall wünsche ich euch natürlich wie immer eine super schöne Zeit. Bis dahin und macht's gut und tschüss.